Hallo, hier ist wieder Exi und es geht weiter mit Mario's Extremely Adventure auf dem Schnappberg, wo sich in der letzten Folge herausgestellt hat, dass ich da eine Mechanik nicht kannte und dementsprechend bestimmte Passagen, die mit dem Kuribo-Schuh zu tun hatten, völlig falsch einschätzte. Okay. Okay, ich muss dann da drüben versuchen, einen kleineren Sprung zu machen. Lass mich doch da einfach hoch, mein Gott. Hä? Ah ja, das ist auch gut zu wissen. Kann es sein, dass du mir Feuerblumen immer nur deswegen, nicht deswegen hinlegst, weil ich mich damit zur Wehr setzen kann, sondern primär deswegen, weil die sich im Gegensatz zu Pilzen nicht bewegen? Verstehe nach wie vor nicht, warum du die ganzen Sachen hier. Du benutzt keine einzigen Blöcke hier in dem gesamten Spiel. Keine Blöcke, in denen Gegenstände drin sein können. Wir haben hier im Spiel, meine ich, nicht einmal einen gesehen. Ha! Schon wieder einen zu hohen Sprung gemacht. So, will ich überhaupt wissen, was in diesen Seitengängen hier ist? Eigentlich nicht. Weil ich meine, der Weg weiter oben schien ja trotzdem geebnet zu sein, also. Von daher. Aha. Und an der Stelle tut's mir dann leid. Dafür ist der Wasserfall also auch noch da, um mich komplett zurückzuwerfen, wenn ich es nicht anständig schaffe, drüber zu fliegen. Ja, okay. Darüber habe ich mich dann nicht zu beschweren. Das war meine eigene Unfähigkeit. Was ich halt auch einfach nicht verstehe, ist diese Mechanik, was die Röhren anbelangt. Warum lassen mich die Röhren. Wieso tragen mich die Röhren so ein Stück höher? Das war halt in dem vorherigen Level auch schon der Grund, warum ich in dieser einen Höhle mich dann in die Wand geglitscht habe. Dass dieses Ding ja halt tatsächlich im Wasser nichts mehr kann, ist unfassbar. So, wieder den üblichen Mond holen, der mich hier nur einen kleinen Umweg kostet. Ich krieg's einfach nicht hin. Ja. Und jetzt habe ich halt wieder verloren, weil der Schuh weg ist. Sag mal, konntest du für diese Schuhe nicht auch einfach Generatoren hinmachen? Bei Schlüsseln und allem möglichen machst du Generatoren hin, aber bei den Schuhen jetzt plötzlich. Naja, vielleicht soll das eine Schwierigkeitserhöhung sein. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht aus. Ich finde übrigens nach wie vor keine gute Idee, dass dein Schild sich da oben so knapp unter den Stacheln befindet. Warum hast du denn bei den. Wieso hast du denn da oben auf dem Schild? Oder vielleicht einfach mal früher, damals, als diese erste Passage war, die im Übrigen, muss man jetzt auch mal sagen, in dem einen Level auch wieder einfach nur
ganz offensichtlich da war, weil sie halt da sein sollte. Das sah man halt, dass diese... dass das einfach nur existierte, damit es da ist. Ach ja. Aber was ich bei diesem Level hier halt schon mal sagen muss, ich meine, es ist immer noch nichts. Es ist immer noch nicht perfekt, sag ich mal. Die Optik hier. Wir haben hier und da schon immer noch abgeschnittene Grafiken. Aber. Was will ich jetzt hier? Aha. Hä? Hat das hier die Blöcke entfernt, dass ich da drüben den Knopf gedrückt habe? Ich habe keine Ahnung. Danke für den Mittelpunkt. Nee, aber optisch sieht das Level hier insgesamt schon wesentlich besser aus als so ziemlich alles, was wir vorher mal gesehen haben. Geheimgang. Yay! Naja, nehmen wir halt einfach mal mit, was wir hier kriegen können, ne? Sind wir mal dankbar. Okay. Wieso ist jetzt ein Notenblock hierfür zuständig? Und das ist auch so eine Sache, Schmacki. Das ist auch so eine Sache, die mich bei deinen Leveln ehrlich gesagt ziemlich wundert. Warum hast du eigentlich immer wieder mal offensichtlich nicht im Hinterkopf, dass der Spieler sich einfach die Gegenstände noch dabei haben könnte? Ach ja, und was soll ich denn bei den Gegnern hier machen, hätte ich so drüber sollen, ne? Ach, das ist wieder... Hey, guck mal, kennst du die Metallblöcke von vorher? Noch die sind jetzt übrigens plötzlich wieder rutschig. Nachdem sie zwischendurch nicht waren. Konsistenz, Schmacki. Konsistenz. Und guck mal, ein Cooperling, den du vorher schon mal hattest. Jetzt mit Motherbrain Kringelgeneratoren. Ah ja. Ich sehe, dass das... Augenblick mal. Ah, okay. Okay, daran wurde gedacht. Ich dachte jetzt gerade schon, Moment, kann ich da jetzt einfach so rüber? Nee. Aber auch hier haben wir jetzt wieder so eine grafische Inkonsistenz. Vorher waren es immer die farbigen... was soll das hier eigentlich? Was soll dieses Loch da oben? Genauso hier haben wir auch wieder abgeschnittene Grafiken, ja wie gesagt. Insgesamt wird es ein bisschen mehr grafische Konsistenz, aber wir haben halt trotzdem immer noch abgeschnittenes Zeugs. Genauso, dass die Wand hier in der Höhle plötzlich heller ist als das Gestein außenrum. Ah ja. Und ab da ist es dann einfach wieder ein... Ich habe keine Ahnung, was du da teilweise willst. Da guck mal, der Boden hier, das sieht auch wieder unschön aus. Da pappt man zwei äußere Wände zusammen und schon ist die ganze Sache... Das war dumm von mir. Da pappt man einfach zwei äußere Blockgrafiken aneinander und fertig. Schon hat man eine Grafik, die an der Stelle hinpasst und nicht unpassend aussieht. Aber das ist halt auch wieder so ein Thema. Ja. Ich glaube fast, ich nehme die Röhre zukünftig einfach nur als Abkürzung, damit ich nicht hier die ganze Zeit außen rum muss. Im Zweifelsfall ist das einfacher. Und ja, das hier so gänzlich ohne irgendwas anderes, was hier passiert, ist das halt auch irgendwie unspektakulär. Findest du nicht auch? So, jetzt haben wir hier wieder den tollen Sprung, bei dem mir aus irgendeinem Grund das Momentum mal eben genommen wird. Ja, die Dinge wären okay, aber
Naja, gut, ich meine, hier kommen diese Käfergegner wenigstens mal ein bisschen mehr zur Geltung. Hier hast du offensichtlich nicht bedacht, dass diese Käfer sich gegenseitig ausschalten können. Ach ja, falls sich zwischendurch mal jemand gedacht hat, sag mal, wieso nimmst du eigentlich so selten die Gegenstände her, die du oben noch mit dabei hast? Nun, ehrlich gesagt, liegt das zum Teil tatsächlich daran, einerseits, weil manchmal, weil ich überhaupt nicht möchte, weil ich überhaupt keine Lust drauf habe, die zu verwenden, weil ich mir denke, wenn möglich, würde ich das gerne auch mal ohne schaffen. Ohne Super Mario World Ergänzung. Und darf man eigentlich fragen, warum hier derselbe Koopaling unbedingt nochmal verwendet werden musste? Ich meine, das sind eigentlich 7 Stück. Davon gibt es eigentlich 7. Da hast du eine gute Auswahl. Und ich meine, wir sind hier in der 5. Welt. Da darf sowas schon mal ruhig weitergehen. Das Pilzhaus des Todes. Ach, schon wieder tödliche Gebäude. Ja, Mensch. Und jetzt kommt er mir plötzlich daher mit Mega Man X5 Musik. Der Mega Man X5 Auswahlbildschirm. Beziehungsweise. Ah, nee. Oder? War es der Auswahlbildschirm? Ja, gut, später schon. Später schon. Aber da war dann auch die Levelmusik. Das hier. Wie die Level hießen, werde ich jetzt mal nicht verraten, weil ich an Leuten, die Mega Man X5 spielen wollen, nichts vorwegnehmen möchte. Nö. Und lass mich raten, das gesamte Level, der gesamte Raum hier zumindest, besteht jetzt einfach nur wieder aus Renn von Punkt A zu Punkt B, drück den Schalter und renn dann zum nächsten Punkt, um dann wieder irgendwas zu öffnen. Ich nehme mal an, da liege ich richtig. Und ja, jetzt haben wir ganz offensichtlich mal wieder eine neue Mechanik gefunden. Die setzen wir jetzt gleich großzügigst ein. Blaue Ranken, okay. Was hast du für einen Narren an diesen Lego-Grafiken gefressen? Okay. Wir gehen wieder zurück. Den Knopf. Lassen die Blöcke erscheinen. Die sehen halt so. Die sehen halt, wenn der restliche Kontext nicht dazu passt, einfach immer so deplatziert aus. Ich weiß, wo sie herkommen. Die kommen aus Super Mario Bros. 2. Und da passen sie auch gut hin. Okay. Spontan Sonic-Hintergründe. Weiß gerade nicht mehr, wie dieses Level hier hieß. Irgendwas. Crystal Cave? Weiß gerade nicht mehr. Okay, und du willst mich jetzt quasi hetzen. Ja. Ernsthaft? Wenn man das einsammelt, kriegt man noch. Ja. Okay. Ja, das war das Level. Gut, ich meine, hier war zumindest mal ein bisschen ein etwas konsistenteres Ziel dabei, im Sinne von, dass halt diese Mother Brain Kringelkanonen im Level vorkamen und halt auch so, ja, so mehr oder weniger die Hauptthematik. Und plötzlich Super Mario Bros. 3 NES-Musik. Aha. Schon wieder Schalter. Ach, Moment mal. Die sind doch hier nur für was Optionales, oder? Selber schuld. Ich weiß nicht, warum ich auf diesen einen Käfer überhaupt nutzen sollte, der nach links fliegt. Vielleicht gibt es da oben irgendein Geheimnis, keine Ahnung. Auf jeden Fall fängst du jetzt schon wieder damit an, dass du mir die ganze Zeit
Monde vor die Füße wirfst. Die Unart hattest du doch zwischendurch zumindest teilweise wieder abgelegt. Was soll das denn? Und ja, ich sehe was, worum es hier geht. Es geht hier nicht nur um was Optionales, sondern ich brauche einen Schlüssel, der hier dazwischen liegt. Aha. Ja, Schmacki. Wie wär's, wenn wir an der Stelle dem Spieler halt auch mal eine ordentliche Möglichkeit zur Flucht geben? Diese Donutblöcke sind ja alle solide. So, ist da jetzt irgendwo ein Schlüsselloch erschienen oder warum dieser Pfad? Spielen wir jetzt etwa plötzlich mit Geheimgängen und sowas oder wie? Ich meine, die Ringe da an der Stelle sehen komisch aus und ja. Ich frage mich natürlich auch, warum jetzt hier eigentlich plötzlich wieder Ringe die Münzen ersetzt haben. Und einfach weil akzeptiere ich nicht als Grund. Ich gehe jetzt mal hier weiter. Aha. Hä? Ja, Schmacki. Wie auch immer, ich da noch anständig durchkommen soll ohne Schaden. Ich würde ja gerne dann immer wieder nach oben. Ich würde ja gerne dann immer wieder nach oben gehen, um mich zu schützen. Aber das darf ich ja auch nicht. Das Einzige, was ich jetzt hier machen kann, ist weiter weglaufen und dann so. Wenn die Blöcke dann wieder da sind, ja, dann käme ich theoretisch wieder nach oben, aber. Da, hier. Warum machst du die Blocklinie da hinten weiter? Du führst mich doch letztendlich nur von dem Punkt weg, wo ich hin möchte. Andererseits, ja. Ich weiß es nicht, Schmacki. Wenn du mich an der Stelle jetzt nicht nach links lotsen wolltest, dann hast du es halt definitiv falsch angedeutet. Weil wenn hier weiter Blöcke zur Seite gehen, sagt mir das, ich will aus irgendeinem Grund hier nochmal nach links gehen. So. Und wenn es jetzt hier keinen Grund für mich gibt, wieder zurückzugehen, den es ganz offensichtlich auch nicht geben tut, ja, dann. Dann war das an dieser Stelle einfach schlecht gestaltet. Denn du kommst ja nach rechts nochmal weg. Oder. Nö, selbst wenn du eine dieser Blocksorten wieder aktiviert hast, selbst wenn du die gelben Blöcke wieder aktiviert hast, du kommst hier schon theoretisch wieder hoch. Zur Not musst du halt hier die blauen wieder aktivieren. Also, man ist hier nicht zwingend verloren. Umso mehr frage ich mich halt an der Stelle, worauf du hinaus wolltest. Wie gesagt, ich finde die Stelle immer noch übertrieben wegen mit diesen Ringen. Ich finde, das ist an der Stelle einfach zu viel des Guten. Ich weiß, die Dinger sind verhältnismäßig langsam, aber in dieser Menge ist es halt in meinen Augen zu schwierig, dem wieder beizukommen. Ja, selbst mit den rosa Blöcken alleine kommt man hier wieder anständig hoch. Also, nee, keine Ahnung, was du dir hierbei gedacht hast. Von diesen langsamen Projektilen davon zu kommen. Okay, aus irgendeinem Grund haben wir jetzt hier ein Schlüsselloch und Schmacki. Können wir mal drüber reden, dass da Feuerbälle in der Luft festhängen? Und hey, guck mal, hier hast du dich sogar mal ein bisschen mehr mit der Optik gespielt. Das finde ich an für sich nicht schlecht. Ist das Absicht, dass diese Feuerbälle da oben hängen? Wenn ja, da hätte es doch auch was anderes gegeben. Aber nee, ja, okay. Irgendwie, ja, da unten, die Bretter sind halt trotzdem wieder abgeschnitten. Es gibt da doch extra Grafiken, mit denen man das Ende solcher Bretter darstellen kann. Und außen benutzt du sie ja auch wieder, also. Da, hier, es gibt doch diese Endgrafik für die Bretter. Warum lässt du die denn hier so abgeschnitten?
nutzt doch diese Grafik an der Stelle. So. Aha. Ja, und der Rest ist jetzt einfach nur Schlüssel einsetzen. Was ich mir aber hier denke, hier hat es der Programmierer von SMPX hingekriegt. Wenn du das berührst, hält einfach alles an. Mach doch dasselbe bei der Fragezeichenkugel. Ah, Castle der Cooperlinge. Ja, das kommt halt davon, wenn die Leute deutsche Begriffe einfach nicht mehr kennen. Dann sag mal nur noch Castle, nicht mehr Schloss oder Festung. Und wir haben aus irgendeinem Grund wieder die Musik vom Aquarius-Schloss. Okay. Ja, wieder liegt der Gegenstand einfach nur offen irgendwo herum. So, gut, gegen die Grafiken außen. Darum darf ich jetzt nichts sagen, weil die sind im Originalspiel genauso. Die sind im Originalspiel ja genauso platziert worden. Von daher. Da gibt es keine abgeschnittenen Grafiken, sondern die sahen im Original meines Wissens nach genauso aus. So. Kommst du mir jetzt wieder mit Einzelblocksprüngen? Super Mario Bros. Physik. Ich kann sie einfach nicht. Ich komme einfach nicht damit zurecht. Ah, diese Rennphysik alleine schon. Ich müsste halt. Ah ja, aber hier hast du wieder abgeschnittene Grafiken. Das waren im Original genau die vollständigen Platten. Aua. Okay. Ich mach mal so rum. Falsch. Oh, keine Ahnung, warum du mir an der Stelle unbedingt den Hammeranzug wieder wegnehmen wolltest. Aha, damit mich deine Hammerbrüder an der Stelle wieder nerven können. Ja, wobei weggenommen hast du ihn mir in dem Sinne ja nicht. Überschreiben wolltest du ihn. Wirklich? Sven wird einer dieser Kuppelinge auch schon zum normalen Gegner degradiert. Das ist ehrlich gesagt ganz schön traurig. Aha. Ja, und dieses, hey, guck mal, du brauchst einen Schlüssel, der liegt nur am Ende dieser Passage. Ihr seid auch schon bekannt. Ach Gott. Nee, aber ich verstehe es halt nicht. Wieso kannst du Bosse in diesem Spiel nicht einfach mal Bosse sein lassen? Bei dir werden sämtliche Bosse dann einfach runtergestuft zu komplett normalen Levelgegnern. Was ich gerade auch überlege, sag mal,
Will ich am Ende dieser ganzen Geschichte dann nicht einfach unten durchlaufen? Wer sagt mir denn, dass ich unbedingt an den Wurms und all dem vorbei muss? Ich meine, wir haben hier unten einen Panzer, der die ganze Zeit fleißig da unten die Gegner dezimiert. So. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ganz dein Plan war, Schmacki. Nein, ich glaube, es war nicht so ganz dein Plan, dass der Disco Cooper Panzer hier überhaupt zerstört wird. Aha. Dann sowas. Was soll denn der Hintergrund dieses Raums, sag mal? Was ist das? Der Tech Tower. Ja klar, vorher waren es Türme, jetzt... Aha. Drück den Schalter nicht. Schalter gleich tot. Musst du wirklich auch diese Unart einbauen, Schmacki? Das war so eine Sache, die mich in einem gewissen anderen SMWX-Spiel total aufgeregt hat. Dieses, hey, ich nehme mal The Brain Glazer und stelle die irgendwo hin. Ganz ehrlich, da hätte jedes andere zerstörbare Objekt auch getan. Aber diese Mother Brain Glazer, die einfach so herumstehen können, das ist komplett albern. Vor allem, wenn sie halt einfach so ohne jeglichen Kontext da sind. Da. Ja. Da fehlen übrigens zwei Blöcke. Und durch den restlichen. Oh, nee, die sind zu vereinzelt, um, als dass man sagen könnte, das hätte irgendeine sonstige Bewandtnis. Ja, ich finde, ach ja, ich kann ja seitlich an die Stacheln so nah ran, wie ich möchte. Ja, okay, nee, die Thematik dieses Levels ist soweit in Ordnung. Die Thematik des Levels finde ich in Ordnung. Dass die Mechanik des Ganzen ist, hey, du willst diese Schalter nicht drücken, ist okay. Ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Ach so. Und dann ist man aber auch sofort tot. Also man kann das nicht mehr deaktivieren. Okay. Auf der anderen Seite wirkt das Ganze hier schon fast wie eine Art Parodie darauf, was du vorher bei einem anderen Level verlangt hast. Dass du an der Stelle dann plötzlich dann sagst, ja übrigens, guck mal, wenn du so und so viele von diesen Dingen hernimmst, dann hast du als Spieler komplett verloren. Nachdem das vorher in einer eigentlich genau genommen ähnlich schweren Variante exakt das war, was abverlangt wurde. Das macht die ganze Geschichte hier gerade ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Es wirkt wie eine Parodie auf sich selbst. Ich denke mal, so könnte man es sagen. Was sollen eigentlich diese Pflanzen da? Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, wo die Musik herstammt, aber ich mag sie irgendwie.
Ist das nicht gerade auch letztendlich wieder ein Sprung, den ich... Und ist das wieder ein Birdo, den ich unbedingt... Schmacki. Nicht schon wieder. Mein Gott, hör doch endlich mal auf mit diesen Birdos oder generell mit diesen Bossen, die mitten im Level herumstehen. Das geht ehrlich gesagt auf den Keks. Aber damit machen wir in der nächsten Folge weiter bei Mario's Extremely Adventure. Jupp. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.